ein Dreier im Bubu. Mit ins Bett zu holen. Assigen, was weiß ich, Sexshow machen. Antonino, der Rambler. Das dicke Eier. Der Druck ist groß. Pornös. So. Ah, starten wir mal. Servus Leute, mit herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 von AYTO irgendwo in Griechenland. Heute mal wieder mit einer anderen Umgebung, denn ich sitze gerade in Malaga. Liebe Grüße aus Malaga. Ja, heute eine etwas ruhigere Folge. Tatsächlich etwas entspannt, aber trotzdem gibt es natürlich etwas Drama, viele Probleme und viele, viele weitere Dinge. Deswegen würde ich sagen, jetzt viel Spaß mal anschauen und los geht's. Ich fühle mich so allein hier. Baby girl got stash. Es bleibt bei zwei Lichtern. Leute, wir haben Halbzeit, ne? Natürlich, alleine sollte niemand sein und auch bei nur zwei Lichtern in der Matching Night, das ist das Zeichen, dass man mehrere Leute kennenlernen sollte. Eigentlich müsste man direkt, wenn da No-Match steht, sagen, okay, war schön mit dir, Tor. Eigentlich, aber... Aber. Wir sind fühlende Wesen. Fühlende Wesen, die eigentlich dafür bereit sind, ein bisschen mehr Action im Bett zu haben, oder? Ist das nicht das Sinn des Formats, ein bisschen mehr... Hä? Bruder, ich will das hier gar nicht zu einer assigen, was weiß ich, Sexshow machen. Will ich gar nicht machen. Darum geht's ja auch nicht. Aber Dicker, behalte doch das Ziel vor Augen. Ist das Ziel bei einem Bumsformat nicht, so viele andere Personen wie möglich mit ins Bett zu holen? Das hat die vorletzte Staffel, glaube ich, echt gut gemacht. Also die waren dauernd im Bum-Bum-Zimmer. Ja, weil Mona zum Beispiel auch gar nicht mit anderen redet. Das macht gar keinen Sinn eigentlich. Aber sie redet ja selbst mit Antonino nicht. Also Bruder. Natürlich, Mona Mi und Antonino oder Mike und Jessica, die sind ja bestätigte No-Matches und die sollten sich nicht mehr viel weiter aufeinander konzentrieren. Die sollten eher andere Personen kennenlernen, um das Spiel zu gewinnen. So Mike, Jesse, best Beispiel, so. Schatzi, hast Hunger? Ja. Ja, ja. Sie so, ja, natürlich, ich meine, mach mir was. Ja, ich hab Hunger. Hamburger. Ich kann nicht. Hamburger, ne. Was ist da los? Ich will gewinnen. So, hä? Ja, er will gewinnen, aber andere wollen nicht wirklich gewinnen, sondern nur die Aufmerksamkeit. Ich wollte aber absolut nicht im blauen Zimmer schlafen, weil ich von Anfang an schon im orangen Zimmer schlafe. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das geht so nicht. Mal wieder Probleme bei Max und seiner Kerstin wegen der Schlafsituation. Denn sie möchte bei sich schlafen, er möchte mit ihr schlafen, es ist alles kompliziert. Auf jeden Fall klären die beiden dieses Problem mal wieder ganz ruhig und sachlich. Sehr gut. Rumknutschen, kuscheln und so, das ist ja auch... Das können wir auch tagsüber, ne? Eben. Ja, da sieht man auf jeden Fall, sie freut sich drauf, dass er bei ihr bleibt und sie nicht alleine ist. Immerhin. Gut siehst du aus, auch ungeschminkt. Oh. Danke. Ja, das kann man ihr auf jeden Fall einmal sagen. Gute Nacht, schlaf schön. Gute Nacht, aber nicht alle gehen sofort schlafen. Mm-mm. Okay, Antonino kann seinen Trieb mal wieder nicht unter Kontrolle halten, obwohl sie angezogen sind. Er muss es versuchen. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Ein bisschen schade war es, dass der Max nicht neben mir geschlafen hat. Ich wollte mir den Boom Room mal anschauen. Warst du schon mal hier gewesen? Natürlich, der Antonino, der Rambler, der kennt sich da oben schon gut aus, weil er ein paar Mal zu Besuch hat, Besuch war. Und deswegen zeigt er der Kerstin jetzt mal den Raum. Warum schläfst du nicht mit dem? Ich schlaf mit dem hier nicht. Ich geh doch nicht. Ach, ich bin mir sicher, dass die Kerstin noch über ihren Schatten springen wird. Es wird noch abgehen. Kann man dieses Pink ändern? Ich hasse Pink. Was willst du haben? Neon-Pink. Autoscooter. Nee, nicht so pornös. Nicht so pornös. Wenn die Fantasien vom Antonino aber wahr werden, ja dann wird es schon ziemlich hart hergehen in der Show. Denk mal, es wird sich hier drinnen nicht ergeben. Ein Dreier im Bumu. Aber nicht schlecht, natürlich. Oh nein! Kann ja alles passieren, ja? Ich bin mir sicher, dass es irgendwann passieren wird in einer Show. Irgendwann wird es kommen. Aber ja, jetzt schauen wir zur nächsten Challenge, die hoffentlich dieses Mal nicht feuchtfröhlich sein wird. Ja moin! Ihr sollt nur mit Hilfe eures süßen Näschens euren Partner erriechen. Ohne dabei etwas zu sehen. Und ohne sprechen. Okay, heute mal keine zweideutige Challenge, aber trotzdem bin ich gespannt, wer vielleicht seit ein paar Tagen nicht geduscht hat und vielleicht auch ein bisschen intensiver riecht. 2, 1, los!
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind wir richtig? Sieht aus wie bei Walking Dead. Das stimmt, nur dass bei Walking Dead die Schauspieler wahrscheinlich kürzer in der Maske sitzen als die dort. Was sind wir? Saira und Jessica, ihr seid falsch. Oh ja, wortwörtlich. Was so viel ich jetzt gesehen habe, war Marius kurz vorab duschen und hat sich nicht einparfümiert. Deswegen, ja, wird nicht einfach hören, aber ich hoffe doch, dass da was weitergeht heute. Darum geht's eigentlich bei der Challenge, den besten Körper-Eigengeruch zu erriechen und nicht das Parfum. Und das könnte bei Marius ziemlich einfach gehen. Aber ich habe auch einen starken Eigenkörpergeruch. Na dann ist doch einfach. Oh mein Gott, hier, hast du was? Ja, ich hab mich an Mann. Endlich haben sie einen Mann. Vor 3 Minuten haben sie ja noch nur Frischluft geschnuppert. Okay, die Jessica, die bindet schon jemanden los. Marie riecht an dem Mädel. Echt? Ja, die Challenge, die ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich toll. Und jetzt müssen nur noch die Wasser gefunden werden. Und zwar mit Blinden drauf. Nein, also blind, mit Binden auf dem Kopf, so. Auf die Suche nach dem Wasser. Wir haben das erste Paar. Und das zweite haben wir auch. Also, auf Dates dürfen Mike mit Jessica, nein, also auf Dates dürfen Max mit Jessica und Mike mit Marie, aber wollte die Jessica eigentlich den Max überhaupt fürs Date haben? Ja. Und wonach riecht der Max, dass du ihn erschöpfelt hast? Sehr männlich herb auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, er war sogar der Erste, an dem ich zugange war. Ich glaube wirklich, dass die Jessica hier überhaupt nicht gewinnen möchte, sondern einfach nur rein wegen Instagram mitmacht. Weil sie halt eben den erstbesten Typen genommen hat und mit ihm aufs Date geht. Sie will einfach nur aufs Date, sie will die Präsenz haben, um dann ja ein bisschen durchzustarten. Sie ist eine hübsche Frau, aber ich glaube eher, dass es bei uns jetzt als Perfect Match nicht so passt. Haben, glaube ich, andere Ansichten. Ja, das klingt ja schon mal vielversprechend und wir sind ja schon jetzt über der Halbzeit, also die Kandidaten haben nicht mehr viel Zeit, um das Ganze noch rumzureißen. Boom, Alter, wo direkt? Auf ganz aggressiv. Die Hormone, die spielen langsam echt verrückt. Datepaare sind in meinen Augen völliger Nonsens. Ist auch so unlogisch. Es ist unlogisch. Es ist so weird. Warum? Ja, ich weiß. Und auch der Max, der von der Jessica fürs Date gewählt wurde, der ist von der Spielentscheidung nicht ganz so überzeugt. Ich hab die gar nicht beachtet, weil ich dachte so, meine Ex-Freundin sieht so aus wie sie. Oh mein ja? Gott, das wird ja immer besser. Da kommt ja mein Perfect Match. Mhm, Jessica auch sehr überzeugt von Max, naja. Apropos Jessica, ich habe letztens bei ihr auch mal auf Instagram vorbeigeschaut und da hat sie gerade diese Fotos gepostet, die sind von 2018 und ja, wow, also das waren echt gute Schläuche, die waren gut gefüllt damals. Ja. Unser Make-up ist am Arsch. Endlich. Scheiß auf euer Make-up, Hauptsache wir haben Spaß. Ja, Spaß haben werden die Kandidaten, denn sie haben ein geiles Action-Date. Bombe. Yeah! Aber natürlich kann nur ein Paar in die Matchbox und deswegen wird jetzt von diesen beiden Paaren eines ausgewählt von den Kandidaten in der Villa. Oh, ich liebe die Frau einfach. Also, nee. Okay. Mit dem Strom, Digga. So wie es ausschaut, haben die meisten Max und Jessica gewählt, aber trotzdem schauen wir jetzt noch zum Date von Mike und der Marie. Wieso hättest du geglaubt, dass sie dein Perfect Match sein kann? Sie hat halt die gleichen Zukunftspläne wie ich, sie hat die gleichen Eigenschaften, so vom Charakter her sind wir gleich, wir sind auf einer Wellenlänge. Auf einer Wellenlänge? Ah, ja, natürlich. Wenn eine Wellenlänge passt, dann passt sie auch zusammen, oder? Oder nicht? Die Marie hat dann einen guten Punkt. Glaubst du, dass man hier sein Gleiches suchen sollte? Oder jemand, der einen ergänzt? Die Psychologen von RTL denken sich wahrscheinlich dann auch irgendwie, blond passt, Wellenlänge passt, das ist ein Perfect Match. Ich glaube tatsächlich, dass mit Mike eher auf der Bro-Schiene bleibt. Ich würde ihn aus Perfect Match nicht ausschließen. War sehr schön, das Gespräch. Schöne Gespräche, schöne Dates und in der Villa, ja, da gibt's natürlich schöne Partys mit schönen Getränken. Also wir haben heute so eine kranke Party. Griechisches das Kostüm, Limbo, nice Drinks. Alkohol, ja das ist natürlich das Allerwichtigste. Einen Pegel muss man halten, um das dort auszuhalten. Was war der schlimmste Ort, wo du mal Sex hattest? Also das Krasseste.
Keine Ahnung. Ich habe einfach überall Sex, wenn ich Bock habe. Bei mir im Flugzeug. Okay, sie macht es immer, wenn sie Bock hat, aber anscheinend nicht in Bus, Bahn, BIM oder Flugzeug. Und ja, das ist, ich meine, das Klo ist ja auch viel zu klein. Ich kann da nicht mal gerade drin stehen, so. Wie soll man da noch was anderes bei machen? Flugzeug? Im Flugzeug hatte ich noch nie. Nee. Krass, das hätte ich auch voll gerne mal. Ich meine, nach der Show, wenn die Kandidaten heimfliegen, ja, dann wird's noch gehen. Das ist richtig nice. So, er versteht mich immer und... Er versteht sie immer und Alkohol geht immer, denn der fließt immer gut rein. Arbeitest du viel? Ja, schon. Was machst du? Ich verkaufe Damentaschen. Damenhandtaschen? Ja, Damen. Das wusste ich auch noch nicht, fand ich cool. Findet sie cool, ja. Sobald Jessica irgendwo eine Chance wittert, wo sie etwas kostenlos ergattern kann, ja dann schnappt sie auf jeden Fall zu. Vielleicht komme ich ja durch ihn mal an eine schöne Tasche. Mhm, aber als Influencerin bekommt sie bald auch sehr vieles kostenlos. Wusste ich halt noch gar nicht viel über den Max. War mir nicht mehr sicher mit seinem Alter und wir sind halt alle so oberflächlich. Ja, ja, alles so oberflächlich, ne? Manche mehr, manche weniger. Ja, oberflächlich. Das Problem ist, in der Villa sind einfach alle zu festgefahren. Jeder hat sich irgendwie schon so ein bisschen gebunden an eine Person und wir sind halt alle so oberflächlich. Und das sagt die oberflächlichste Person, die mit ihrem No-Match, dem Mike, ständig zusammenhockt und keinen anderen Typen an sich heranlässt. Ja, gut. Wir müssen echt mal diese deepen Gesprächsthemen auch führen. Diese deepen Gesprächsthemen, so deep. Deswegen bei dir, du hast so dieses, so eine Star-Ausstrahlung, weißt du, wie ich meine? Oh ja, also da strahlt die Jessica, denn Komplimente mit dem Wort Star, die könnte sie sich den ganzen Tag anhören. Ah, das war voll süß, dass er das gesagt hat mit dieser Superstar-Ausstrahlung. Ich konnte das irgendwie nicht so deuten, aber ich glaube, er meinte das einfach voll im positiven Sinne. Mhm, ja, vor allem, weil er Superstar gesagt hat. Mhm, und ein Superstar, das ist noch viel besser als ein normaler Star. Und ja, Star zu sein ist toll und deswegen wird sie irgendwann mal ein Superstar. Dass ich halt eine gute Ausstrahlung habe. Ja, Ansichtssache und wir schon jetzt zur nächsten Szene. Ich würde mich sogar freuen, wenn er mein Perfect Match ist, weil ich das neben dem Leon, den Max wirklich jetzt auch am meisten als mein Perfect Match sehe. Nach dem Date, da gehen die Meinungen ja sowieso meistens in diese Richtung und in der Villa, dort gehen die Gespräche jetzt auch mal wieder nur in diese eine Richtung. Oder in den Boom-Boom-Room. Nee, da kann ich nicht. Warum? Ich persönlich wäre schon weiter mit der Estelle, als ich gerade bin. Machen doch nichts. Machen doch nichts, aber er wäre doch schon gerne weiter. Und wieso das? Ja, das erklärt er uns jetzt. Du hast gesagt, du hast dicke Eier. Ja, natürlich habe ich dicke Eier. Ich hatte schon am dritten Tag dicke Eier hier, Mann. Der Druck ist groß und der Druck ist auch groß bei der Raffaela. Und zwar in ihren Fingerspitzen. Ja, 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 das gefällt dir jetzt wieder, gell? Natürlich gefällt mir das. Und die Estelle, die hängt immer noch in der Problemschiene. Leon, wir unbedingt in den Boom-Boom-Boom gehen und ich will nicht. Ja und, wenn du nicht willst, dann willst du nicht, Punkt. Leon, check's nicht. Ja, so sind aber Männer so. So sind die halt dort. Nach 1,5 Wochen müssen sie halt irgendwas machen. Egal mit wem, egal mit was, Hauptsache der Druck wird nachlassen. Jeder von uns hat Bock zu vögeln, so. Richtig, ja. Richtig, ja, die Katze ist süß und die Kerstin, die will auch langsam, aber sicher in die Richtung gehen. Vergiss doch einfach die Kameras. Mach ich. Genug geknutscht, denn jetzt kommt die spannende Matchbox. Bei der Matchbox haben die Kandidaten bisher komplett abgelost, weil sie noch kein einziges Match gefunden haben. Wir haben nach Halbzeit, wir haben Matchbox-Entscheidung Nummer 6. Ihr habt noch nicht ein scheiß Perfect Match gefunden. Und ich finde, ihr seid noch so engstirnig unterwegs. I don't get it. Also wenn die Flügel mal nicht größer sind als die von einem Flugzeug, dann weiß ich auch nicht. Aber wir schauen jetzt in die Matchbox und in die Matchbox dürfen Max und Jessica. Jetzt mal ohne Scheiß, ja. Ob das, egal wie es heute ausgeht, ab morgen geben wir mal Gas hier. Das sagen wir jedes Mal. Ja, ja, da hat der Typ recht. Jedes Mal wollen sie Gas geben und jedes Mal werden sie enttäuscht. Also, in der nächsten Folge gibt's das hier. Ich mag Blümchen Sex gar nicht. Ich will definitiv Sex in der Villa haben. Das war schon richtig hart. Nein. Und natürlich die Auflösung der Matchbox oder natürlich wie immer bei mir auf Instagram. Da könnt ihr sie gerne vorbeischauen. Da gibt es auch ein paar Stories von hier in der Stadt und der Umgebung. Wenn ihr die Folge also nicht verpassen wollt, wenn ihr viele weitere Folgen nicht verpassen wollt, auch den Bachelor demnächst,
dann klickt sehr gerne hier oben auf den Abo-Button, schaut hier oben in die Bachelor-Vorstellung, hier unten zu Temptation Island und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, alles Liebe und ciao, ciao. Ich hab Hunger.